Das ist der Hafer- und Bananenblues. Das ist das, was jedes Pferd haben muss. Wir begrüßen jetzt das nächste Teilnehmerpaar mit den Kopfnummern 1 und 2, Jenny und Chris. Die nächste Prüfung wird auf Kandare moderiert und im Arbeitstempo gesprochen. Der Pferdepodcast. Aufgabe beginnt. Hallo, hier ist der Pferdepodcast Folge 289 und wir melden uns aus Stadel Paura. Hier sind Jenny und Chris, wobei Jenny, muss ich, also darf man noch Jenny zu dir sagen oder muss man immer jetzt sagen, Jenny representing Germany? Ja bitte, das klingt gut. Das hätte ich jetzt in Zukunft gerne, die nächsten 20 Jahre. Jenny representing Germany ist eigentlich auch schon mal ein cooler Folgentitel. Jenny, wir sind schon am letzten Tag des Europa-Championats und wir gehen das jetzt nochmal so langsam miteinander, also langsam, aber nicht langweilig natürlich durch und erinnern uns nochmal an die Highlights. Und ich würde gerne tatsächlich anfangen damit, dass wir, also, ja, ich gehe in die Knie. Ich sitze auf dem Stein und er muss stehen und jetzt muss er auf die alten Knie. Bist du körperlich eigentlich in Wrack oder geht's noch? Geht noch. Geht noch, ja. Sehr gut. Also, wir lassen das nochmal Revue passieren. Und Jenny, was ich mir so überlegt habe, wenn man das tut und so zurückblickt auf so ein Championatswochenende oder auf ein großes Hafi-Turnier-Wochenende, dann sind es ja meistens so kleine Fetzen, an die man sich, die so haften bleiben im Kopf. Also klar gibt es das Gesamtpaket, aber es bleiben auch so einzelne Szenen, einzelne Begebenheiten. Und also woran ich mich, glaube ich, immer erinnern werde, auf dem Siegerehrungsvideo bist du fantastisch getroffen. Ich schäme mich so, ich sehe so bescheuert aus. Und dann applaudieren sie alle und dann wollte ich nicht da oben stehen für den Sieger applaudieren. Und dann habe ich diese Trophäe in der Hand und kann natürlich nicht klatschen. Und dann sehe ich halt wirklich aus, als könnte ich nicht klatschen, als wäre ich völlig besoffen. Und ich bin auch durch, man sieht es mir an, die Haare sind noch total verschwitzt, die Schminke war verlaufen, es war alles, also ganz fürchterlich. Und ich bin dir jetzt noch böse, dass du das Video online gestellt hast. Also ernsthaft ohne jetzt? Filter, genau, alles ohne Filter und es war ganz fürchterlich. Jetzt gucken sie es alle an, das Video. Ja, ja, und ich dachte aber, dass doch zumindest so zwei Herzen in deiner Brust schlagen, dass du sagst, okay, ich sehe zwar, also du siehst natürlich fantastisch aus, aber dass du verstehst, dass man es posten muss. Aber nee, da hättest du jetzt eine Nachrichtensperre verhängt, so Kim Jong-un-mäßig. Ja, auf jeden Fall. Ich hätte nur Ton gemacht, ohne Video. Woran ich mich auch erinnern werde, ist eine nette Begebenheit in der Stallgasse. Also wir lernen schon mal, du hattest eine Trophäe in der Hand. Damit ist ja die größte Katze, die es hier gibt, ist ja mal aus dem Sack. Es gab eine Trophäe. Woran ich mich auch gerne erinnere, ist, nachdem du diese Trophäe sportlich errungen hast in der Stallgasse, haben wir jemanden getroffen, mit dem wir eigentlich gar nicht so connected sind, aber den wir immer als sehr sympathisch empfunden haben, nämlich der liebe Herr Kiefer vom Kieferhof aus Nordrhein-Westfalen. Und der hatte den Nebst Gattin. Und der hatte den coolsten Spruch auf den Lippen. Ja. Zweite, nee, lieber verlieren als Zweiter, oder? Lieber tot als Zweiter. Ach so, genau, oder so, Entschuldigung. Der Zweite ist der erste Verlierer. Wir hatten tolle Begegnungen überhaupt, ne, muss man sagen. Also Stichwort Podcast auch. Ja, also wirklich, man wird dann so angesprochen und Schwarztee, eine sehr sympathische Begegnung, kam auf uns zu und strahlte uns an und ich bin Schwarztee und natürlich kennt man die Leute dann unter diesem Nickname und wir haben uns so riesig gefreut über diese sympathische Begegnung und wir haben ein bisschen geplaudert und man hat so richtig die Begeisterung auch gesehen und dann hatte sie noch Goodies für uns dabei, hat uns noch süße Sachen mitgebracht und es war total nett, wir haben uns so gefreut, das kam so von Herzen auch so diese Sympathie und das hat uns echt so ein bisschen ins Herz gerührt, also mich zumindest. Voll. Und jetzt wissen wir nämlich auch, wie sie im wahren Leben heißt, nämlich Allegra. Also ja, Schwarztee, dahinter verbirgt sich Allegra. Wir haben auch getroffen
Podcasterinnen aus Österreich, die schon mal bei uns im Podcast zu Gast waren. Hilfe, meine Oma reitet. Das Hilfe, meine Oma reitet Team hat uns besucht. Wir haben uns total gefreut, inklusive der Oma, die war auch dabei. Die Oma war auch dabei, die ja immer noch reitet und ich glaube besser reitet als läuft. Sie war so ein bisschen mit Gehhilfe unterwegs, aber sie ist immer noch im Sattel und es ist echt großartig. Also, und sie hat noch immer Spaß und sie will am liebsten immer galoppieren, hat sie uns erzählt. Galopp ist das Geilste. Ja, stimmt. Also fantastische Begegnungen, fantastische Ergebnisse auch hier in Stadelpaura. Und wir machen das so, wie wir das immer machen in unseren Unterwegsfolgen, wenn wir bei den großen Haflinger-Turnieren sind. Wir sprechen natürlich auch mit Reiterinnen, Reitern, die uns so vor die Füße fallen, die Besonderes geleistet haben, mit denen wir auch in einer besonderen Art und Weise verbunden sind. Und das machen wir jetzt. Und wir reden natürlich im Laufe dieser Folge 289 auch noch über die Prüfungen und Erfolge von Jenny. Tanisha Marie James ist bei uns. Treue Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts erinnern sich, wir haben uns ja schon mal unterhalten in Ruppichteroth. Das war ja sozusagen das Vorbereitungsturnier aufs große Europa-Championat. Und da hast du so ein bisschen erzählt, Tanisha, du bist hier in der M-Tour klassisch angetreten und das war sozusagen die Besonderheit in der Working Equitation. Das ist ja hier Demonstrationswettbewerb. Und wir haben so im Vorfeld von Stadel uns unterhalten und da hast du gesagt, Stadel und du, das, ihr seid nicht die allerbesten Freunde. Ich hatte das gar nicht mehr so auf dem Schirm. Ist denn die Beziehung, also sag mal, ist es denn ein bisschen warmherziger geworden jetzt? Also am Mittwoch habe ich noch geschworen, ich komme nie wieder, weil es wirklich wieder eine leichtere Wiederholung von 2021 war und ich hatte ein bisschen Angst, dass es dann so weitergeht, aber die letzten paar Tage haben mich dann versöhnt und jetzt würde ich sagen, wir kommen auch gerne wieder nach Stadelpaura. Also der erste Tag, das muss man dazu sagen, Jenny und du, ihr wart ja sportlich in der M-Tour Konkurrentinnen und eigentlich, also Jenny und du, ihr seid so ähnlich durch diese M-Tour gegangen. Der erste Tag war, beide so ein bisschen gehadert. Und gestern habt ihr lange auf Platz 1 und 2 gelegen und so. Also da war es dann nach der Kür, das war wirklich toll. Und in der Working Equitation hast du so richtig abgeräumt, ne? Erzähl doch, also dein sportliches Fazit. Also mein sportliches Fazit ist jetzt super. Working Equitation lief prima. Da war ich mir auch nicht ganz so sicher, wegen Stadelpaura eben und dann anderes Reglement in Österreich als jetzt in Deutschland. Und da konnten wir aber jetzt alle Teilprüfungen gewinnen. Heißt, wir sind jetzt da auch in der Gesamtwertung an erster Stelle. Und es ist ein bisschen schade, dass es dann kein Championatstitel ist. Aber jetzt erstmal sind wir damit sehr zufrieden. Und noch mehr sogar freue ich mich tatsächlich, dass ich in der M-Kür platziert war noch an fünfter Stelle. Und für Stadelpaura, das hat all meine Erwartungen übertroffen. Genau, weil das ist ja auch nicht Heckenfest, sondern es ist immerhin das Europa-Championat. Also das ist schon was. Und von daher, also herzlichen Glückwunsch auch von unserer Seite logischerweise. Würdest du sagen, Stichwort Working Equitation, also hat sich's gelohnt, war es erfolgreich? Wir hatten ja uns einmal kurz unterhalten, da sagtest du, jetzt hier der Speed Trail, was ja zum Angucken super attraktiv ist, Samstag sehr früh, aber so im Nachhinein, tolles Wetter, wir waren da eben gerade auch und es war schon ein bisschen was los, so, ne? Also es kam gut an, war mein Eindruck. Auf jeden Fall. Und viele Leute haben uns angesprochen, haben gesagt, oh, das ist cool, das würden sie auch gerne mitmachen. Und ich glaube, das war auf jeden Fall jetzt eine sehr gute Werbung für die Disziplin. Und das ist, war ja der Sinn der Sache, wenn man so einen Demonstrationswettbewerb macht, Werbung zu machen. Und das ist, glaube ich, wirklich gelungen. Und du lebst an diesem Wochenende, glaube ich, so einen Pferdemädchentraum, weil dein Stadelwochenende jetzt heute endet nicht hier auf der Anlage, sondern ihr packt vielleicht noch einen Fohlen ein, erzähl. Wir wollen uns zumindest mal einen Fohlen anschauen, den Halbbruder von unserem Armageddon oder Angelo. Und der Züchter ist hier in der Nähe. Und dann haben wir gedacht, dann passt das ganz gut. Und ja, manchmal fahren wir ja ganz gerne mit Souvenir nach Hause. Also ihr habt noch Platz im Hänger demnach. Der ist noch zu jung, der müsste noch hier bleiben. Ach so, aber ihr hättet schon mal den langen Arm gemacht und die Tatze drauf. Genau. Dann viel Erfolg und vielen Dank. Dankeschön. Boah, ist das heiß, oder? Ich brauche jetzt erst einmal eine Erfrischung. Kennst du schon die biozertifizierten Bio-Bio-Limos? Mit Bio-Mineralwasser aus der Lüneburger Heide und dem Saft sonnengereifter Früchte aus 100% kontrolliert biologischem Anbau. Purer Geschmack, pure Freude. Oh ja, ich liebe die vielen leckeren Geschmacksrichtungen, vor allem Bio-Bio-Limo-Zitrone-Limette und Bio-Bio-Limo-Orange. Das ist die perfekte Erfrischung für unseren Sommer.
Vio-Bio-Limos. Jetzt probieren. Wir sind zurück bei Jenny und ihren Prüfungen. Jenny, sportlich ist es ja sensationell gelaufen. Wir haben schon, also du hast eine Trophäe bekommen, haben wir schon ganz am Anfang gehört. Du bist Zweite geworden in der Kür, aber das war ja sozusagen der krönende Abschluss hier, dein krönender Abschluss in Stadelpaura. Es ging ja los schon am ersten Tag nach der Anreise. Also du warst eine der ersten aus dem Team Deutschland, die ins Viereck mussten und für die es ernst geworden ist sportlich. Es war auch eine Zwei-Sterne-M, eben keine Kür. Wie war es denn? Und wie war vor allen Dingen auch so das Drumherum? Weil das ist ja dann doch immer wieder imposant, wenn man hier auf diesem Gelände in diese Halle reitet. Genau, also das ist sehr imposant und das macht einem auch so ein bisschen, nicht Pipi in die Augen, sondern Pipi in die Hose. Also ich war schon sehr aufgeregt. Carmen hat mich super gecoacht, Carmen hat mich total toll vorbereitet, also beim Abreiten, die hatte einen genauen Plan, die wusste, sie hat sich das einmal kurz angeguckt, sie kannte uns ja jetzt nicht so gut vom Reiten, aber ich habe halt auch schon gesagt, das und das und das ist so ein bisschen unser Problem, sie hat mir goldene Tipps gegeben vor der Prüfung. Du galoppierst sofort an, du machst den sofort an, dass der sofort weiß, da ist nicht hier irgendwie mit Faulenzen und ich lasse die mal verhungern da oben, weil das manchmal so ein bisschen unser Problem ist. Also Carmen hat uns fantastisch gecoacht. Wir haben nicht so viel abgeritten, 20 Minuten. Wir sind noch mal ein paar Traversalen geritten, ein paar fliegende Wechsel, so ein bisschen biegen, stellen, dass der in der linken Grippe so ein bisschen loslässt und dass ich ihn vorm Bein behalte. Also das war so der Fokus, du behältst ihn vor dir, dann klappt alles. Und dann reitet man so da rein, ich war schon wirklich aufgeregt. Also es ist eine ganz, ganz andere Situation als auf einem normalen Turnier vor so einem Publikum, 60 Meter und dann... Das ist schon, also da hast du Adrenalin 1000 und ich habe so manchmal dachte ich so, ich kriege jetzt gleich Schnappatmung und falle vom Pferd. Aber dann, als es losging, einreiten, war ich ja noch so ein bisschen, also wir waren beide noch so ein bisschen drüber, AC auch. Und dann ist uns beim Einreiten ja dieser große Patzer passiert, dass er einmal bocken wollte, in Kreuzgalopp gesprungen ist. Ich habe es dann gleich wieder korrigiert, aber natürlich, da gibt es dann halt Vierer drauf. Also das hat uns so ein paar Punkte gekostet. Und als wir dann aber angetrabt sind und so die ersten paar Meter hatten, dann war es auch viel, viel besser. Wir wurden beide positiv Spannung, hatten wir beide, aber es war sehr fokussiert. Also ich fand meine Prüfung oder unsere Prüfung fand ich richtig gut. Ich hatte ein super tolles Gefühl. Es waren so zwei, drei kleine Fehler drin. Zwei Wechsel waren nicht so schön durchgesprungen, aber halt schon mit diesem sehr aktiven Hinterbein, sag ich es immer. Und natürlich, das kostet auch ein paar Punkte. Ansonsten ist uns alles wirklich gut gelungen. Die Galopptraversalen waren noch ein bisschen flach in der ersten Prüfung, aber wir hatten sonst keine größeren Fehler drin. Es war eine schöne Vorstellung. Ich habe mir das Video auch angeguckt. Also es hat mir selber gut gefallen. Wir sind auch von zwei Richtern gut bewertet worden. Also so 65%, 64%. Ein Richter fand uns nicht so schön. Der hat uns insgesamt nur als Vorletzte von allen gesehen und das hat uns punktemäßig so ein bisschen runtergezogen. Wir lagen, also die alle 16 Teilnehmer lagen prozentemäßig relativ dicht beisammen. 67% hat gewonnen, also nur 4% mehr als wir. Wir waren dann Achte mit 63, irgendwas, ich weiß es gar nicht mehr. War so ein bisschen enttäuscht hat mich das schon, weil ich eigentlich erwartet habe, dass da die Richter ein bisschen höher gehen. Aber Richter bei H fand uns nicht so toll. Ich habe mir dann auch das Video nochmal angeguckt. Also ich kann auch die Noten von Richter bei H auch nachvollziehen. Wir sind da weggaloppiert im starken Galopp. Da wurde er mir sehr schief. Das ist natürlich schon so ein grober Ausbildungsmangel. Da habe ich ja geguckt, da hat er uns dann auch nur die 4 draufgegeben auf den starken Galopp. Und ja, berechtigt. Man muss es dann auch immer sehen, also die Benotung insgesamt für die Prüfung war in Ordnung. Man muss es dann auch immer so ein bisschen im Vergleich zu den anderen sehen und da hat es mich halt einfach ein bisschen enttäuscht im Vergleich zu den Mitstreitern. Aber manchmal ist es, man muss es dann so hinnehmen und es war auch wirklich nur so 2 Stunden, wo ich so ein bisschen enttäuscht war, mich geärgert habe. Aber dann war das auch vorbei. Also man kann es ja sowieso nicht mehr ändern und dann nimmt man es auch so und ich habe auch was mitgenommen aus dem Protokoll und nehme mir das auch zu Herzen. Ja, ich muss den viel mehr gerade richten. Also das sind noch so Sachen, wo wir einfach noch so Defizite haben. Er war das jüngste Pferd in dieser Prüfung und hat es fantastisch gemacht. Und wir hatten es ja in der kleinen Teaser-Folge schon erwähnt.
AC tut sich ja immer so ein bisschen schwer mit Wegsein von seinen Kumpels, von Benny und Klecks, von seiner Herde. Und du hast ihn manchmal beschrieben, in Ruppichteroth zum Beispiel, dass er dir auch leid tut, wo man ihm das wirklich ansieht. Das war jetzt, also er hat jetzt hier nicht laut Hurra geschrien vom Gefühl her, aber es war schon mal deutlich schlimmer, dass er deutlich depressiver und schlechter gelaunt wirkte insgesamt, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es jetzt dieses Jahr in Stadel gar nicht so schlimm. Er ist nicht so depri, er frisst nicht so gut. Also er ist irgendwie mit Heu eingestreut, also er frisst nicht so viel. Er frisst sein Graffutter, er mümmelt auch zwischendurch immer mal wieder ein bisschen Heu, aber halt nicht so wie zu Hause. Man sieht es ihm auch an, er hat schon noch ein bisschen abgenommen. Das nimmt ihn schon mit. Und aber ich finde, so insgesamt macht er einen besseren Eindruck als jetzt zum Beispiel in diesen Stallzelten oder so. Da kann ich immer nicht hingucken. Da müssen wir, nach 3 Tagen muss ich ihn einpacken und nach Hause fahren, weil er mir sonst, glaube ich, ja wirklich Depressionen kriegt. Aber dieses Jahr ist es okay. Also ich kann damit ganz gut leben. Ja, auch das muss man erwähnen. Stallzelt war ja hier tatsächlich auch beim letzten Mal angesagt. Beim letzten Mal vor 3 Jahren oder wann das war, war ja auch noch Riesenunwetter. Da wurde Glühwein hier im Sommer ausgeschenkt. Also das hat man schon wieder komplett verdrängt. Diesmal ist die Unterbringung tatsächlich besser. Kein Stallzelt, sondern wirklich ein Stalltrakt und so. Eine schöne, geräumige, große Box. Also das sind schon insgesamt gute Bedingungen. Jenny, ich habe es erwähnt. Diese Prüfung war ziemlich am Anfang des gesamten Programms hier. Es war sogar noch vor der offiziellen Eröffnungsfeier, die dann an diesem Tag am Abend stattgefunden hat. Wir sind sogar live gegangen bei Instagram und haben das da so ein bisschen übertragen. Der Einmarsch der Nationen. Wie war das für dich? Ich habe ja oben auf der Tribüne gestanden, logischerweise, aber die ganzen Athleten durften ja rein in die Halle. Da war richtig Partymusik, da war Rambazamba, die Tribüne war voll. Ich habe das als sehr stimmungsvoll und als sehr bewegend erlebt. Wie ist das für jemanden, der dann da unten steht? Das ist schon ein großartiger Moment. Also wenn man da so einmarschiert und man wird da namentlich genannt und begrüßt. Und wir waren ja ein relativ großes Team oder wir sind ein relativ großes Team mit den Deutschen. Ich glaube, nur die Österreicher haben noch mehr Teilnehmer am Start. Und natürlich ist dann da auch der Jubel groß. Die Tribüne sitzt voller Menschen, jubelt ihr zu, wir haben Fahnen geschwenkt. Das ist schon ein besonderer Moment, der auch so in Erinnerung bleibt und der einfach, also man kann das, glaube ich, gar nicht so beschreiben, wenn man das selber nicht erlebt hat. Das ist schon erhebend. Also ich habe das auch sehr genossen. Ich wusste, ich kannte das ja schon. Und das erste Mal, als wir das hatten, war ich vor lauter Aufregung. Ich konnte das gar nicht so richtig genießen. Da ist auch Nixon damals noch durchgedreht im Stallzelt. Da war ich nicht so entspannt. Und dieses Mal konnte ich es auch so richtig mitnehmen und erleben und auch genießen. Unsere Lieblings-Europameisterin Nicole Weidner ist bei uns. Man kann gratulieren, so viel kann ich schon mal verraten. Bevor wir über deine sportliche Bilanz 2024 hier in Stadl-Paura sprechen, würde ich gerne eine Sache noch mit dir klären. Du warst ja im Vorfeld in unserem Podcast schon Thema, in dem Sinne, dass wir darüber gesprochen haben, wie abergläubisch du auch bist. Und die Glücksgerte war ja verschwunden. Du hast eine Sprachnachricht geschickt an Jenny und du klangst sehr besorgt und wir haben uns wirklich ernsthaft gefragt, ob das so ein bisschen, ich nehme die jetzt mal hops ist oder wie ernst das gemeint war. Bitte klär uns kurz auf. Also es ist beides. Ja, es hat schon einen gewissen Hintergrund. Ich bin total abergläubisch. Es muss einfach alles so sein, wie es funktioniert hat und da gehörte die Gerte zu und ja, die war weg und was machst du da, ne? Also nee, das hatte schon einen gewissen Ernst dabei. Ich kann über mich selber lachen, ich weiß auch, wie verrückt das ist, aber die Glücksgerte muss da sein, es müssen die Glücksöckis sein. Ja, es ist auch der Glücksschlüppi, den man anhaben muss. Und ja. Das ist halt einfach so. Ja, und es hat auch diesmal geklappt, weil ich habe in der zweiten Prüfung wirklich die Glückssachen von 2018 getragen. Also wirklich das alte Shirt von 2018, das ist so ein Trägertop. Furchtbar hässlich, mittlerweile mit Löchern drin. Und auch die Schabracke vom Europachampionat 2018 haben wir drauf gemacht. Und es hat Glück gebracht. Also die ganze Theorie ist somit belegt, oder?
Absolut. Ich glaube auch tatsächlich, dass man sich da, also ich glaube, das ist sehr verbreitet im Sport. Auch viele Top-Sportler sind abergläubisch, jetzt mal ohne Mumpitz. Und ich glaube, da muss man überhaupt gar nicht, es gibt keinen Grund darüber zu lachen. Es klingt halt schon so ein bisschen lustig. Du bist jetzt in deine Prüfungen quasi schon reingestolpert und hast gesagt, es hat dir, also diese verschiedenen Utensilien, die du dabei hattest, die haben dir auch Glück gebracht. Dann erzähl doch mal, also Europameisterin, das ist ja immer das große Ziel, bist du jetzt nicht geworden, aber es war ganz knapp dahinter sozusagen. Zieh doch mal deine Bilanz von Stadel Paura 2024. Du bist zufrieden, so hat man zumindest den Eindruck. Ich bin total zufrieden. Also ich habe auch wirklich damit nicht gerechnet. Ari ist nicht mehr der Jüngste, ne? Der wird jetzt dieses Jahr noch 17 im November und ja, man sagt immer so schön, dabei sein ist alles. Nee, na klar möchte man auch vorne dabei sein, aber wirklich gegen diese Konkurrenz, und ich habe es mir vorher einfach bei Clip My Horse, bei Raimondo angesehen, die Leute aus Österreich, die sind gut und die sind richtig gut. Und da mithalten zu können, das ist schon richtig, richtig toll. So, und wir sind am Ende Vize-Champion geworden und das auch wirklich mit einem knappen Abstand. Und ich bin mehr als glücklich damit. Also es ist mehr, als ich erwartet habe, und ja, ich freue mich wahnsinnig darüber. In der Einlaufprüfung sind wir Vierter geworden. Auch das war schon toll und das ist auch wirklich analog zu dem, was 2018 war. Da waren wir nämlich auch in der Einlaufprüfung Vierter. Mhm. In der Kür sind wir knapp Zweiter geworden. Das war also ein Richter, der uns nur noch auf dem zweiten Platz gesehen hat. Die anderen waren sich einig, dass wir sogar vorne waren. Ja, und das hat für den zweiten Platz gereicht. Und das ist Wahnsinn. Also ich habe es noch nicht ganz realisiert. Es ist einfach toll. Super, das freut mich sehr zu hören. Also du bist ehrgeizig, aber nicht vom Ehrgeiz zerfressen. Und ich glaube, genau so sollte das auch sein. Und der zweite Platz aller Ehren wert. Mischt sich da bei dir, weil das hast du auch gerade angesprochen, Ariano ist nicht mehr der Allerjüngste. Das kommt einem natürlich auch zugute. Man hat einen alten Hasen mit dabei. Aber also denkst du da jetzt schon so dran, dass irgendwie vielleicht so dieser sportliche Höhepunkt, das sportliche Leistungsvermögen vielleicht von Ariano jetzt dann so 2024, dass so der Zenit so ein bisschen erreicht ist, was ja nur recht und billig wäre? Ja, das ist so. Es ist so ein kleiner Wehmutstropfen. Also wenn ich einen Wunsch frei hätte, hätte ich ihn einfach gerne halb so alt, wie er ist. Mhm. Aber das geht eben nicht. Und Ari hat eigentlich alles erreicht. Er hat alles für mich getan. Der hat immer gekämpft. Und ich finde, man muss dem Pferd da auch wirklich dankbar sein. Und das bin ich total. Und natürlich werde ich ihn nicht wegstellen, um Gottes Willen. Also er ist und bleibt meine Nummer eins und wir werden auch weiterhin bei uns ländliche Turniere reiten. Aber ich glaube, sowas wie jetzt 9 Stunden Fahrt, das muss ich ihm nicht nochmal zumuten. Und das war tatsächlich letztmalig. Und tatsächlich war es auch ein Wunsch von Andrea, die ja, glaube ich, auch viele hier kennen. Ich weiß, dass sie wahnsinnig stolz wäre. Und ich muss jetzt ein bisschen schlucken. Wir haben auch gestern schon ein paar Tränen vergossen. Das hier war für Andrea und ja. Ganz, ganz großartig. Heute haben wir auch noch gemeinsam ein bisschen gelacht und geschmunzelt, als du gesagt, also es ist natürlich toll, Zweiter zu werden, toll, sportlich so erfolgreich zu sein, und du hast aber auch darüber geschimpft. Und das ist die letzte Frage, weil das ist so ein bisschen der Fluch des sportlichen Erfolges. Man rutscht in den Leistungsklassen dann sehr weit nach oben. Und das ist dir jetzt auch in Anführungszeichen passiert. Unsere treuen Hörer wissen das natürlich und haben das so ein bisschen verfolgt. Du hast ja auch noch junge Pferde, die du bereitest. Und das schränkt einen dann so ein bisschen ein, ne? Ja, das ist einfach schwierig. Ich habe noch eine junge Warmblutstute, die ich im Moment reite, und die hätte ich auch gerne noch ein bisschen weiter in L-Dressuren geritten. Ich bin aber schon durch die letzte Saison in die Leistungsklasse 2 gerutscht. Da ist das nicht möglich. Mhm. Ich darf es nicht. Das heißt, sie musste dieses Jahr auch tatsächlich schon M gehen. Was funktioniert hat, wir haben noch Aris Tochter, die Anouk, die Nuki. Die wird nächstes Jahr 4, also da wird auch noch nicht viel anstehen. Ne? So ein bisschen, weiß ich nicht, Dressurpferde, A-Dressuren, je nachdem, wie sich das irgendwo anbietet. Aber ja, LK2 ist ein Segen und ein Fluch gleichzeitig. Ne? Es ist toll, so erfolgreich zu sein, und ich bin wahnsinnig stolz, das auch mit einem Haflinger geschafft zu haben. Es ist nur der Haflinger, aber es ist natürlich schwieriger als vielleicht mit einem Warmblut, was die Lampen austreten kann. Aber es ist natürlich auch für die nächste Saison grenzwertig schwierig. Ne? Was darfst du noch reiten? Also Daniel sagt schon, ist doch schön, das wird mal eine ruhige Saison, dann können wir mal gucken fahren und mal andere Dinge machen. Wahrscheinlich wird es so sein. Ne? Ja. Nicole, vielen Dank. Ja, sehr gerne. Vielen Dank euch.
Jenny, Platz 8 in der ersten M2-Sterne-Aufgabe, die du hier in Stadelpaura geritten bist. Du hast über das Adrenalin gesprochen, das du hattest, als du da reingeritten bist in die Halle. Und dann gab es ja noch zwei Tage später, am vorletzten Tag des Europa-Championats, dein Highlight, die M2-Sterne-Kür. Du hast schon gesagt, AC/DC, das jüngste Pferd in dieser Gruppe, in der Kür natürlich erst recht, waren ja die gleichen Teilnehmer. Es gab auch keine Qualifikationshürde, also alle 16 durften reinreiten und ihre Kür zeigen. Und wir haben schon gelernt, das war sehr erfolgreich, du warst sehr happy, du bist Zweite geworden mit AC/DC, ein grandioser Erfolg, der größte Erfolg deiner reiterlichen Laufbahn bis jetzt. Wie war das für dich? Hast du dieses Adrenalin und diesen Pulspegel, ist der dann ein bisschen niedriger, weil du hattest ja die erste Prüfung schon hinter dir, man weiß dann doch, also man hat es halt einfach schon mal erlebt, auch relativ zeitnah, oder schlägt das Herz dann wieder bis zum Hals? Das schlägt auch bis zum Hals, also das ändert nichts daran, dass man immer wieder aufgeregt ist, aber ich habe mich sehr sicher gefühlt. Ich weiß, was wir können, und wir haben ja an diesem einen Tag Pause, habe ich mit Carmen nochmal trainiert, wir sind nochmal Galopptraversalen, wir haben nochmal so Kleinigkeiten nochmal probiert und sind geritten, und Carmen hat mich auch dieses Mal für die Kür wirklich toll vorbereitet. Also wir waren auch wieder sehr fokussiert, und jetzt machst du das, dann das, dann das, und jetzt gehst du da rein und machst so und so und so. Also ich habe mich sehr sicher gefühlt. Ich habe mir so ein bisschen Zeit für mich genommen, habe mir die Musik wirklich nochmal angehört, dass ich weiß, okay, da kommt das, dass ich die Musik wirklich so drin habe und dann auch auf den Punkt reiten kann. Und klar, so kurz vorm Reinreiten ist man, also ich war schon auch da wieder so ein bisschen Schnappatmung und nein, und ich kann das, und habe dann auch an Constanze gedacht und habe die Gelassene wirklich groß werden lassen in mir, und du kannst das, und die Sichere, und wir sind dann auch so reingeritten, wir sind einmal ums Viereck und außenrum, und dann war er schon, er wollte stocken an den Zuschauern, und dann einmal nix, du gehst weiter, und ich war wirklich auch sehr strange und habe ihm gesagt, ich will... Straight, nicht strange, strange vielleicht auch, ja. Ja, habe ihm gesagt, du gehst da vorbei auf jeden Fall, es gibt kein nix, also kein Zögern, kein gar nichts, das hat er ganz schnell kapiert. Und so war dann auch die Prüfung. Also er hat in keiner Situation mal gezögert, geklotzt oder war unaufmerksam, er war die ganze Zeit bei mir. Und das war mit der Musik, am Anfang war ich noch so ein kleines bisschen, es geht ja dann los, halten und dann Traversale nach rechts, Traversale nach links. Da war ich so ein kleines bisschen verunsichert, so in mir drin. Ich habe dann gemerkt, oh Scheiße, die Musik ist ja schon da und ich bin erst da. Und dann habe ich über die Musik nachgedacht und so, und dann habe ich mich aber echt zusammengenommen und habe gesagt, nix, Scheiße, reite doch einfach. Und du hörst ja die Musik. Und ab dem Zeitpunkt konnte ich dann auch wirklich gut reiten. Also der Anfang war so ein kleines bisschen stockend, man sieht es nicht. Aber Carmen hat es gesehen, und Carmen hat auch gesagt, am Anfang bist du gar nicht geritten. Sag ich, nee, weil ich gemerkt habe, Scheiße, ich bin ein bisschen hinter der Musik. Aber egal, ich habe dann improvisiert, es hat auch gut gepasst und die Musik hat perfekt gepasst. Wir haben von einem Richter 79% auf die B-Note bekommen. Das ist fantastisch, fast 80% auf eine B-Note, ist super, super toll, macht mich sehr stolz. Und die ganze Prüfung, es waren so ein paar wirklich nur Mini-Kleinigkeiten, dass er mal am Schulter herein mal angaloppieren wollte, einmal ein kurzer Hänger, ein Wechsel war ein bisschen gleich gesprungen, ein bisschen nachgesprungen. Ansonsten ist uns alles super gut gelungen, es war eine flüssige Vorstellung, die Musik hat gepasst, ich habe ein gutes Gefühl gehabt. Und bin auch rausgeritten mit dem, das muss gut sein. Und als dann, es hat eine Zeit lang gedauert, bis das Ergebnis dann da war, und dann waren es 71,7%, und das hat mich total gefreut. Und dann ist erst so diese Spannung von mir abgefallen, wo ich so gedacht, Geilomat, wir haben es geschafft. Also da war dann zu dem Zeitpunkt, man muss dazu sagen, man startet oder die Teilnehmer starten in der umgekehrten Reihenfolge, wie die Ergebnisse der ersten Prüfung, der ersten zwei Sterne M waren. Das heißt, du bist genau in der Mitte geritten. Diese 71% waren dann die Führung, und zwar auch die deutliche Führung. Und dann beginnen natürlich so Momente, du bist schon im Stallzelt, man hat die Ergebnislisten auf dem Handy, man aktualisiert es dann online, irgendwelche PDFs und so, man hat keinen unmittelbaren Blick mehr auf das, was da passiert. Also dann fängt das Warten an. Wie hast du denn das erlebt?
Ja, man weiß ja auch, die Guten kommen zum Schluss. Also umgekehrte Reihenfolge und die gewonnen haben oder die ganz weit vorne waren in der ersten Prüfung, die kommen ganz am Ende, das weiß man ja auch. Und am Anfang habe ich dann so diesen Gedanken gehabt, okay, ich werde auf jeden Fall Achte. Und dann nächstes Ergebnis, ich werde auf jeden Fall Siebte, ich werde Sechste. Also so, das sind so die Gedanken, aber ich war relativ entspannt, weil ich ja wusste, ich habe es eh nicht in der Hand. Ich kann es nicht ändern und wir sind gut geritten, wir haben ein tolles Ergebnis, das nehmen wir auf jeden Fall mit. So, und dann war es so, dass du auch eine vor Schluss noch Erste warst und da wusstest du, du wirst auf jeden Fall Zweite. Und dann, wenn ich dich kurz bitten dürfte, mal dein Handy auszupacken, dann gab es ja die Top-Agenten, die Top-Agentinnen zu Hause, die tatsächlich der Meinung waren, es sei schon zu Ende und du hättest gewonnen. Und da war in deinem Handy das hier los. So, das ist die Nadine vom Berg. Das ist die Nadine vom Berg. Nein, das ist die Schwarzwaldheide. Das war die Schwarzwaldheide, Entschuldigung. Und dann haben wir noch die liebe Vanessa. Die war auch. Warte. Alter, ich habe gerade Gänsehaut am ganzen Körper. Wenn das reicht, dann schmeiße mal eine fette, fette Party. Tja, das macht ihr wahrscheinlich tatsächlich. Das macht ihr sowieso. Es gab tatsächlich diejenigen, die dachten, du hättest gewonnen. Und das, also du hast auch Sprachnachrichten bekommen mit dem Inhalt, ihr habt ja das Ding gewonnen und man fragt sich dann, okay, wissen die möglicherweise mehr, ne? Genau, dann ist man im Moment unsicher. Dann habe ich aber nochmal auf die Ergebnisliste geguckt und habe gesehen, okay, das 16. Ergebnis steht noch aus. Und das ist der Reinhofs, der ist super. Und dann habe ich auch zurückgesprachnachrichtet, nee, ein bisschen langsam machen, ich bin Zweite und das letzte Ergebnis steht noch aus. Aber es kamen schon ein paar Nachrichten so mit Feier und du hast gewonnen und wie mega ist das denn? Nee, jetzt kriegt euch mal wieder ein, ich habe noch nicht gewonnen. Und es war dann tatsächlich so, dass der letzte Starter dann 1 Prozentpunkt vor mir war und das gewonnen hat. Aber natürlich ist es dann, wenn man bis zum letzten Starter das also führt und wird dann vom letzten Starter dann nochmal auf den zweiten Platz verwiesen, ist es so ein bisschen doof, klar. Also, aber trotz allem, also ich will auch gar nicht sagen, trotz allem, es ist eine fantastische Leistung, es ist ein super tolles Ergebnis. Wir sind Zweiter geworden in einer 2-Sterne-Prüfung, FEI platziert. Das ist natürlich mega, mega geil. Und vor allem das Ergebnis. Also man muss auch immer mal gucken, was haben die Richter denn so bewertet. Sie waren sich alle relativ einig, lagen alle relativ eng beisammen. Es war keiner dabei, der gesagt hat, oh nee, mir hat's nicht gefallen. Also wir waren auch in der A-Note so durchschnittlich mit 68%. Das ist eine Mega-Leistung für dieses junge Pferd. Selbst den Richter bei H, hattet ihr überzeugt? Denn der Richter bei H aus Prüfung 1 war auch der Richter bei H bei Prüfung 2. Ja, ich hatte ja auch diese Galoppverstärkung bewusst nicht durch die Diagonale, sondern an der langen Seite, da ist es leichter für mich, ihn gerade zu halten. Und die ist uns gut gelungen, beide Galoppverstärkungen. Ich habe auch während der ganzen Prüfung wirklich auch das mitgenommen aus der ersten Prüfung. Halt ihn gerade, halt ihn gerade, halt ihn gerade. Und das hat uns auch ein paar Punkte verschafft, weil wenn die Pferde schief werden, das ist halt wirklich so ein Manko, dass man das wirklich auch Punkte kostet in solchen Prüfungen. Und das habe ich mir sehr zu Herzen genommen. Das nehme ich auch mit nach Hause aus dem Training mit Carmen, dass das wirklich oberste Priorität hat, halt das Pferd gerade. Also ich weiß jetzt gar nicht, was man alles mitnehmen kann. Ich glaube, man kann immer irgendwas mitnehmen, wenn man uns so zuhört. Das ist jedenfalls, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, die Hoffnung, die ich ja auch so ein bisschen mit diesem Podcast verbinde, dass die Leute jetzt nicht nur hören irgendwie, weil wir meinen, das sei irgendwie wichtig, sondern dass man sich vielleicht auch das ein oder andere einfach mitnehmen kann. Das Protokoll zu lesen nach so Prüfungen, auch wenn man sich ein bisschen geärgert hat, ist ein wichtiges Learning. Das wollen wir mal festhalten. Absolut, ja. Also wirklich, mir geht es ja auch öfter mal so, dass ich rauskomme aus so einer Prüfung und ein gutes Gefühl habe und die Richter dann sagen, nö, das hat uns nicht gefallen. Und wenn ich dann das Protokoll lese und so lese, was sie da so zu bemängeln haben, muss ich ja ganz oft sagen, okay, sie haben ja nicht ganz Unrecht. Und manchmal ist es auch wirklich so, hast du Protokolle, die sich lesen wie ein 7er-Protokoll und da unten steht 5,8, da kann ich natürlich nichts mitnehmen. So, was wollt ihr denn sehen? Keine Ahnung. Also, aber in den meisten Fällen ist es so, dass ich schon noch was mitnehmen kann aus dem Protokoll. Und die das nicht würfeln, sondern auch was sehen, was du möglicherweise nicht auf dem Zettel hattest. Und dann rauszufinden, was die gesehen haben, das macht halt dann schon einfach Sinn. So, eine Europameisterin ist bei uns und zwar Carmen Vollbach. Gerade gewonnen mit Ace of Hearts. Herzlichen Glückwunsch erstmal. Dankeschön.
die Dressurpferde, Elle. Sie strahlt, sie schwitzt noch und das ist halt auch einfach anstrengend. Das ist warm in Stadelpaura. Carmen, wir haben ja in der großen Halle die Tage mal beieinander gesessen und haben festgestellt, dass fast du mir mehr Fragen in den Bauch gestellt hast als ich dir. Und wir haben ein Format vereinbart, nämlich, dass wir abwechselnd, ich stelle dir eine Frage und du darfst mir eine Frage stellen, damit quasi der Informationshunger hier gleichermaßen gestillt wird. Damit es nicht völlig ausufert, würde ich sagen, drei Fragen du, drei Fragen ich und dann gehst du mal ein bisschen was trinken und essen nach der Prüfung. Ich erlaube mir anzufangen. Stadelpaura 2024. Europa-Championess geworden, jetzt mit Ace of Hearts. Du hast das Gefühl, du kennst das Gefühl ja schon mit Bon Jovi. Das war, glaube ich, der war noch ein bisschen jünger als jetzt der Ace. Ne? Einfach dein Fazit Stadel 2024. Bist du zufrieden? Ich glaube, wenn man Champion wird, ist man es wahrscheinlich, oder? Oder gibt es auch was zu meckern? Nee, ich bin eigentlich wirklich sehr zufrieden, muss ich so sagen. Ne? Also es hat mir dieses Jahr auch viel mehr Spaß gemacht wie 21, weil ich einfach schon mal so ein paar Leute kannte und in 21 war ich ja ein Frischling und das hat jetzt schon so ein bisschen mehr Team Spirit für mich gehabt, ne? Und das fand ich schon gut. Stadel ist aber für mich natürlich jetzt dieses Jahr sehr, sehr emotional einfach. Der Ace ist verkauft, schon länger. Vereinbart war, dass ich den halt jetzt noch Europa-Championat reiten darf und ja, morgen, beziehungsweise im Laufe der Woche wahrscheinlich jetzt, weil wir erst später abreisen können, zieht er dann in sein neues Zuhause. Es war für mich schon sehr... Also es sind vorhin schon mal so ein paar Tränen geflossen. Nach dem Absteigen, ja. Deine Frage an mich. Hast du schon Angst vor meinen zwei Fragen jetzt? Also es ist für mich tatsächlich eine ungewohnte Situation, dass jemand sagt, er will mir Fragen stellen oder sie will mir Fragen stellen. Aber Angst, nee, Carmen, Angst habe ich vor dir nicht und von daher, ich fühle mich wohl und ich freue mich drauf und ich beantworte dir alles, was du magst. War das schon die erste? Nein. Nee? Okay, dann die erste. Oh, warte mal. Also ich habe ja jetzt schon mal festgestellt, du bist im Radio tätig, Nachrichten. Ist für dich nochmal so ein Anreiz, vielleicht auch ins Fernsehen zu gehen und Nachrichten zu machen, jetzt wo Peter Klöppel abgedankt hat? Oh, gute Frage. Gute Frage. Also mich hat's da nie so hingezogen irgendwie. Aber also wenn jemand jetzt sagen würde, also sagen wir mal so, ich würde mich, glaube ich, nicht aktiv drum bemühen, jetzt so nach dem Motto Life Goals, das gibt's ja manchmal so, dass man sagt, man will irgendwas unbedingt, aber es soll ja auch mal vorkommen im Leben, dass einem so Zufälle vor die Füße fallen oder dass jemand meint, ein Talent zu entdecken, was man selber noch gar nicht entdeckt hat und sagt, hey, probier das doch mal aus. Also dann würde ich, glaube ich, also ich bin so jemand, wenn sich so Chancen eröffnen, ich bin manchmal ein bisschen faul drin, die Chancen mir selber zu erackern und zu erarbeiten. Also da könnte ich, glaube ich, noch aktiver sein. Ich sage nicht, dass es gar nicht kann, aber in dem Fall wäre es, glaube ich, so, wenn jetzt jemand sagen würde, ich sehe da was in dir und willst es nicht mal ausprobieren, dann würde ich, glaube ich, sagen, ja klar, lass uns ausprobieren. Also ich wäre da offen. Meine zweite Frage an dich ist, also du hast das thematisch schon so ein bisschen gestreift, weil du ja sagst, okay, für dich ist das emotional, der geht jetzt weg, es ist nicht dein Pferd, das ist ja ganz anders, die Konstellation als jetzt bei uns. Das kann ich total nachvollziehen, dass man da dann auch so eine Bindung aufbaut. Meine Frage ist aber die, wenn man jetzt professionelle oder halbprofessionelle Reiterin ist, so wie du, und das dann auch quasi im Auftrag von Besitzern, von Züchtern und so weiter macht. Meine Frage ist die nach dem Druck. Macht es noch mal mehr Druck, wenn man sozusagen das noch unter auch so einem professionellen Gesichtspunkt, also wenn man das auch noch diesen Rucksack auf dem Rücken mitträgt, weil bei Jenny, das ist dann, also klar, macht die sich auch selber Druck, aber wenn man verliert, dann ist, oder wenn man nicht die Ziele erreicht, naja, dann hat man quasi in dem Hobby, das man betreibt, hat man das Ziel nicht erreicht. Das ist, glaube ich, also die Frage, ist es bei dir nochmal ein besonderer Rucksack, den du auf dem Rücken hast? Jein. Also ich sag jetzt mal so, ich bin ein sehr ehrgeiziger Mensch, ich mache mir da schon selber Druck. Ne? Also wenn ich ein Pferd vorstelle, will ich das auch gut vorstellen. Aber
ich suche mir halt auch meine Leute schon aus. Und ich fahre mit Diana und mit Bianca seit Jahren so gut. Und wir haben uns gerade am Mittwoch unterhalten, habe ich einen Anruf von zu Hause bekommen, dass meine Tochter ein bisschen kränkelt. Und habe ich zu Diana noch gesagt, ich sage, ich glaube, wenn jetzt was richtig Ernstes wäre, ich glaube, ich würde einfach nach Hause fahren, auch wenn ich morgen nicht reiten könnte. Ne? Dann hat Diana zu mir gesagt, ja, dann wäre das auch so. Und ich glaube, das macht so ganz, ganz viel aus. Und Diana hat am Donnerstag auch vor der Boxe noch zu mir gesagt, sie sagt, und wenn es in die Hose geht, dann ist das so. Und natürlich will die auch, dass wir vorne stehen, aber die würde jetzt niemals sagen, wenn ich es wirklich versemmle oder was Doofes passiert, da würde die nie rauskommen und sagen, was hast du denn da für eine Scheiße gemacht, das geht gar nicht, jetzt, wie stehen wir denn da, so ein gutes Pferd. Der Druck war ja nun mal jetzt schon enorm mit dem Ace, ne, also ich lasse das zwar nicht so an mich ran und ich backe auch immer sehr, sehr kleine Brötchen, weil ich immer sage, solange die Orgel noch spielt, ist die Kirche nicht aus, aber ja, man weiß das schon, dass da so einer schon so als Favorit natürlich gehandelt wird. Das haben ja auch oft genug die Leute ja auf der Stallgasse dann jetzt gesagt, ne? Und das ist schon eher dann sogar mehr Druck von den anderen als jetzt von Diana und Bianca, ne? Ja. Meine Frage, Ich habe dich ja jetzt auch ein paar Tage erlebt, so mit Jenny und so. Bist du aufgeregt, wenn Jenny reitet? Weil du machst einen sehr, sehr entspannten Eindruck. Du bist ja dann auch, also ich weiß, dass Jenny ja auch ihre Ruhe haben will, ne? Aber bist du innerlich, hast du Bauchkribbeln? Weil ich habe ja gestern zu Jenny vor der Kür gesagt, oh, jetzt bin ich ein bisschen aufgeregt, wenn du da jetzt reinreitest. Und habe es mir halt auch so für sie gewünscht, ne? Und wie ist das bei dir? Also, du hast ja vorhin die Frage mit einem Jein erstmal beantwortet. Meine Frage, ich würde da auch ein Jein drauf antworten. Und aber also wenn du es ganz runterbrichst, und nee, lass mich das Jein kurz erklären. Ich fahre hier, also ich könnte mir vorstellen, oder wenn ich an Jennys Stelle wäre, ich wäre schon aufgeregt vor dem ganzen Ding, wenn wir hier hinfahren und so. Und da, also das habe ich jetzt irgendwie nicht. Also das beschäftigt mich nicht schon Tage vorher, was bei Jenny bestimmt der Fall ist, weil sie ja auch mit den Pferden jeden Tag trainiert und so. Aber ich muss schon sagen, unmittelbar vor den Prüfungen, wenn man dann in diese Halle reinkommt, also dann bin ich aufgeregt und zwar aber auch in einem, im wirklichen Sinne des Wortes, du hast gerade Bauchkribbeln gesagt und genau das ist es. Also das ist bei mir auch die Sorte Aufregung, die ich habe, wenn ich irgendwelche beruflichen Herausforderungen hatte oder so, wenn es irgendwie so Einsätze, die nicht alltäglich sind, so Situationen, wo dann doch irgendwie mal ein paar mehr Leute drauf achten, macht er das jetzt gut oder schlecht oder so. Und also du hättest mich, also ich bin auch weggegangen mit dem Argument, ich suche mir einen guten Platz zum Filmen, aber das eigentlich wollte ich auch für mich sein und nicht von irgendwem noch angelabert werden, weil ja, das hat mich schon richtig, richtig, richtig nervös gemacht und ich war sehr angespannt und mein Problem ist so ein kleines bisschen, dass mir das Fachwissen oft fehlt, um dann wirklich einzuschätzen, war das jetzt gut, war das schlecht. Ich versuche dann immer in euren Gesichtern zu lesen und abzulesen, ob das jetzt erfolgreich war oder nicht. Weil das finde ich halt auch schwer. Dressurreiten ist schon, ja, da muss man schon auch ein bisschen Ahnung von haben. Und für mich ist es also, ich weiß nicht, Buch mit 7 Siegeln ist jetzt vielleicht dann zu viel gesagt, aber so 2, 3, 4 Siegel sind bei mir dann doch noch davor. Und meine letzte Frage an dich ist, du hast das Gespräch jetzt im Prinzip ja schon in die Richtung gelenkt. Jenny, du hast Jenny ja wirklich sehr geholfen. Sie hat total geschwärmt, wie viel du ihr geholfen hast. Also hier in Stadel konkret beim Abreiten und auch an dem Tag zwischen den Prüfungen habt ihr noch eine Trainingseinheit gemeinsam gemacht. Wenn du das nochmal so Revue passieren lässt, wo würdest du sagen, wo hast du Jenny abgeholt und wo hast du sie hingebracht? Also was war das, keine Ahnung, nervliche, psychische, reiterliche Wrack, das du in Empfang genommen hast und an welchen Schrauben hast du konkret gedreht, wo du sagen würdest, okay, wenn ich jetzt an der und der und der Schraube drehe, dann mache ich Jenny vielleicht ein Stückchen besser. Also zum einen habe ich zu Jenny gesagt, weißt du was, du musst da reinkommen und sagen, was wollt ihr eigentlich alle? Ich kann das. Und ihr müsst das alle erstmal besser machen als ich. Und ich habe zu ihr halt auch gesagt, ich habe mir ja ich kannte es ja jetzt nicht so, wie sie reitet, ne, habe mir die erste Prüfung angeguckt und dann die Galopptraversalen hat mir halt gar nicht gefallen. Und das habe ich ihr halt auch so gesagt und habe gesagt, daran arbeiten wir. Und dann hat sie gesagt, ja, ich habe so ein bisschen Angst, wenn ich den Schenkel da so rumlege, dann nicht, dass er mir umspringt. Und habe ihr so ein, zwei Tipps nochmal gegeben, habe gesagt, mach es einfach mal so, reit. Ne? Ich sag, reit. Und
reit weiter, nicht anfangen auf einmal, oh, jetzt fängt er an und hört auf und dann den Schenkel. Dann, ne, das muss so alles so selbstbewusster so sein und halt auch so dieses, du musst dich groß machen. Du musst dich strecken da drinnen, dann hast du eine ganz andere Körperhaltung und du kannst das. Du kannst es definitiv. Und ich glaube, ich bin natürlich auch ein sehr, sehr direkter Mensch. Ne? Ich habe jetzt zu ihr auch dann in der letzten Prüfung gesagt, weil sie bei der vorletzten Prüfung gesagt hat, bei der ersten, also, ich konnte nicht mehr nach der Schritttour. Da war ich fertig. Da habe ich zu ihr jetzt vor der letzten Prüfung gesagt, ich sage dir jetzt eins. Du kneifst so die Arschbacken jetzt zusammen, diese 3 Minuten. Und wenn du danach, nach dem Wettcheck von dem Steward vom Pferd kippst, ich rufe dir persönlich den Krankenwagen an und bestelle dir ein Sauerstoffzelt, aber du reißt dich jetzt am Riemen und reitest diese Prüfung dadurch. Ja, hatte sie nur gesagt. Und ich glaube, das war so ein bisschen das, was sie gebraucht hatte. Und ich wollte sie nicht verunsichern. Ich wollte jetzt nicht dieser Fehlergucker sein und sagen, ja, das ist so ein bisschen, das könnte. Nee, man muss sie in den Dingen, wo sie wirklich gut ist, und das sind definitiv die Trapp-Traversalen mit dem AC, da muss man sie abholen und da drinnen bestärken. Ich denke, das ist so der richtige Weg. Und ich habe ihr auch gesagt, und ich denke, wenn wir uns in 3 Jahren nochmal unterhalten, die gewinnt mit dem AC gegen die Warmblüter noch 2 Sterne M. Bin ich der festen Überzeugung. Können wir heute noch eine Wette abmachen? Ist mir wirklich, ich glaube fest daran. Wow. Meine Frage noch, meine letzte. Ja. Was war der größte Star, den du kennengelernt hast? Oh. Das ist ja wirklich eine gute Frage. Hast du nicht mitgerechnet, ne? Nee, da habe ich wirklich nicht mitgerechnet. Und das ist, also ich blicke zurück auf ein langes Berufsleben auch. Also ja, ich hatte in meiner Zeit als Sportreporter mit viele interessante Leute getroffen. Und also zum Beispiel Jürgen Klopp, als der noch Trainer von Mainz 05 war. Und der war auch bei uns im Sender und war total umgänglich. Wir hatten auch zum Beispiel mit dem Pferdepodcast in jüngerer Vergangenheit, und das können unsere Hörer vielleicht auch noch erinnern, ich habe mich zum Beispiel auch total gefreut, dass wir mit Rolf Zukowski, der Kinderliedermensch, der Pferdelieder gemeinsam mit einer Reitlehrerin gemacht hat, dass der bei uns im Interview war auf seine alten Tage und total Spaß dran hatte, und der macht nicht mehr viel, und er hat gesagt, er hat unsere Anfrage so nett gefunden und es hat so gepasst, und der hat mit uns geredet. Ich war auch Reporter bei Olympischen Spielen zum Beispiel, und der Name wird vielleicht vielen nicht sagen, aber ich habe mit einer Hockey-Goldmedaillengewinnerin, Denise Klecker, die kommt auch aus Hessen, habe ich eine Reportage gemacht. Ich habe mir ihre Goldmedaille ausgeliehen und bin mit der Goldmedaille durchs Deutsche Haus und habe versucht, Frauen anzubaggern, ob mich die Goldmedaille sexier macht. Geil. Und so. Also solche Dinge. Also es gibt bestimmt noch eine ganze Menge Namen, die man so nennen kann. Also in meiner Zeit auch in Hessen beim Radio, wo dann ja auch viele Stars, oder beim SWR, Thomas Gottschalk macht dann auf einmal bei SWR 3 eine Sendung und er steht im Studio neben dir. Also das sind schon so, aber kennenlernen ist, glaube ich, dann auch manchmal ein großes Wort. Man trifft die, man hat mit denen dann beruflich zu tun, und ich freue mich immer, wenn, und also eine Erfahrung, das kann ich vielleicht noch sagen, die habe ich gemacht: je größer die Stars sind, desto umgänglicher sind die häufig. Also das ist oft so, die so in Anführungszeichen Stars und Sternchen, die so schnellen Ruhm, die haben manchmal so ein bisschen so eine Arroganz, und wenn es so richtig große Megastars sind, dann sind die häufig, ehrlich gesagt, das ist so meine Erfahrung, oft sind die dann sehr umgänglich und es ist sehr angenehm. Carmen, vielen Dank. Und vielen Dank, dass du bei uns im Podcast warst. Und du freust dich dann auch, nach Hause zu kommen, oder? Ja, total. Ich war schon ein bisschen traurig, dass die Siegerehrung so spät ist, aber es war vor 4 Wochen schon klar, dass ich gesagt habe, ist mir egal wann, wie. Wir sind mit 2 Autos hierher gefahren, weil meine Tochter wird morgen 2, und ich glaube, wenn ich morgen nicht zu Hause bin, dann ist sowas von die Hölle. Also ich habe schon gesagt, ich glaube, dann friert die Hölle zu. Ich bin ganz froh, dass ich eine tolle Familie habe. Die backen alle Kuchen, die machen mir jetzt noch den Boden für meine 2 für morgen, dass ich nur noch heute Nacht, morgen früh alles dekorieren muss, und dann geht's heim. Und also ich fand das jetzt auch total toll, dass du das so mit dir hast machen lassen. Und im Umfeld fanden das ja auch alle total cool. Und ich glaube,
Du wirst bestimmt noch öfters mal in die Mangel genommen. Vielleicht von anderen Leuten auch mal, die auch andere Fragen haben. Ich meine, ich habe jetzt schon viel über dich erfahren und ich finde das auch toll, dass wir uns jetzt die Tage hier so besser kennengelernt haben. Man hat es ja sonst immer nur so oberflächlich und also ich muss schon sagen, schade, dass ihr so weit weg seid. Das war das Haflinger Europa-Championat 2024 in Stadelpaura. Jenny, wir haben schon über deine sportlichen Leistungen, über den Höhepunkt mit der 2-Sterne-M-Kür haben wir schon gesprochen. Das sportliche Fazit hast du schon gezogen, aber es gibt ja immer auch noch eine Gesamtnote für, also eine künstlerische Gesamtnote für den Gesamteindruck sozusagen. Welche Note vergibst du denn für das Gesamtpaket Stadel24? Also da liegen wir schon deutlich über den 80% in der B-Note. Es ist eine tolle Anlage. Die Bedingungen sind fantastisch, also 3 Sterne wert. Und es ist eine große, tolle Anlage. Die Reitbedingungen sind exzellent. Es ist super organisiert. Es gibt Essen, Trinken. Das Wetter war fantastisch. Wir hatten ja 2021 hier Glühweinwetter und Arschabfrierwetter. Das war dieses Jahr total toll. Wir haben Sonne, wir haben schönes Wetter gehabt und es war rundum nette Leute. Wir haben Sekt getrunken, zusammengesessen, Prüfungen besprochen, uns gefreut und mit Enttäuschungen ausgetauscht. Und also es war wirklich, wir haben viele, viele nette Kontakte, wir haben viele Leute getroffen, es war super nett und ja, in der einen oder anderen Situation waren wir froh, dass wir schon alte Hasen waren und wussten, wie es funktioniert, aber insgesamt war es wirklich deutlich über 80%, kann man hier in der B-Note vergeben. Soll ich nichts mehr rumkritteln oder so? Jetzt ist blöd, ne? Das taugt für ein Schlusswort, glaube ich, oder? Absolut, taugt für ein Schlusswort, jetzt kommt auch der Trecker. Also, dann bedanken wir uns fürs Zuhören, fürs Mitfiebern, muss man ja auch mal sagen. In so Turnierphasen sind ja dann die sozialen Netzwerke einfach so die schnellsten Möglichkeiten auch zu kommunizieren. Es gab ganz viele Daumen hoch und Herzchen und also das hat uns sehr, sehr, sehr gefreut. Wir haben auch alles auf alles reagiert. Hoffentlich haben wir niemanden vergessen. Wir haben das jedenfalls alles registriert und wussten das sehr zu schätzen. Danke fürs Zuhören und die nächste Folge kommt dann wieder aus dem heimischen Kabuff. Tschüss! Tschüss!